Heute sind sie also gekommen, die US-Verbraucherpreise, auf die die Märkte gewartet haben. Und siehe da, sie waren höher als erwartet. Die Märkte sagen sich aber zunächst mal, kein Problem, ist transitory, ist vorübergehend, aber es gibt ein paar Hinweise darauf, dass das wohl nicht so ganz einfach wird für die Aktienmärkte, auch wenn wir dann gesehen haben, dass der S&P 500 nach kurzem Hin- und Her-Ditschen dann ein neues Allzeithoch erreicht hat, dann aber wieder nach unten gekommen ist. Vor allem Small Caps sind sogar deutlich negativ heute im Russell 2000, aber schauen wir uns zunächst mal die Daten an. 5%, das ist schon ein Schluck aus der Pulle, das war absolut am obersten Rahmen der Erwartung gewesen. Ein einziger von Bloomberg befragter Analyst hatte diese 5,0 vorhergesagt. Alle anderen waren tiefer. Wir sehen also jetzt 2,6, 4,2, 5,0%. Nicht schlecht. Klar, der Basiseffekt schlägt zu. Vor einem Jahr war eben noch Hochpunkt der Corona-Krise, erste Corona-Welle. Gleichwohl sehen wir, dass die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, jetzt so hoch ist wie seit fast 30 Jahren nicht mehr und jetzt zwei Monate in Folge hier Kerninflationsdaten gemeldet wurden, die so hoch waren wie zuletzt 1981 und das ist ja auch schon ein paar Tage her, also das ist schon ein ziemlicher Kracher. Die Kerninflation, wie vor allem angetrieben durch die Preise durch Mieten. Wir sehen hier Shelter ist ein richtig großer Block. Wir sehen aber auch, dass Gebrauchtwagen, gebrauchte Fahrzeuge hier maßgebliche beitragen. Transportation Services sind massiv gestiegen, aber vor allem hier Car and Truck Rental Prices, also praktisch die Mietpreise für Autos und Trucks, sind um sage und schreibe 110% gestiegen zum Vorjahresmonat. Klar, damals war eben Corona Hochpunkt, da hat kein Interesse gehabt an solchen Dingen, aber wir sehen auch Domestic Services 13,7% gestiegen. Also da ging es schon zur Sache. Aber die Märkte, wie gesagt, haben sich gesagt, naja, kein Problem. Sven Hendrik hatte diesen Tweet hier abgesetzt, den ich heute Morgen schon gezeigt habe, der so ein bisschen ironisch auf den Punkt bringt, egal was jetzt kommen wird an Daten, die Märkte werden das Narrativ sich positiv drehen. Jetzt dreht man es eben so, ja, das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns mit der Inflation, denn klar, im nächsten Monat dürfte der Basiseffekt dann günstiger aussehen, wir dürften also eine niedrigere Zahl sehen, so kam es dann auch, S&P wie gesagt auf Allzeithoch, aber man ist dann ein bisschen zurückgekommen. Druckenmiller, Stanley Druckenmiller, legendärer Investor, sagt, ja, würde die Fed die Märkte nicht so manipulieren, dann sehe das Ganze anders aus. Man müsste mal eben eine Situation haben, wo die Märkte allein gelassen sind ohne die Fed. Dann würden wir wirklich wissen, was los ist. Und Mohamed El-Erian sekundiert hier und sagt, ja, zeigt, wie sehr stark sozusagen die Märkte am Halsband der Fed laufen, dass sie dieses Mantra transitory, not thinking about thinking oder talking about talking so sehr verinnerlicht hatten, dass es einfach zu riskant ist, sich dagegen zu stellen, auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht. Warum könnte es vielleicht keinen Sinn machen? Weil Aktien durchaus von Inflation negativ beeinflusst werden, nämlich woraus setzt sich die Bewertung einer Aktie zusammen? Erstmal aus dem Preis einer Aktie und aus den Gewinnen des Unternehmens der Aktie. Und entweder ist es so, wie Lance Roberts hier deutlich zeigt, dass entweder eben die Earnings nach oben gehen, also die Gewinne nach oben gehen. Wenn nicht, dann muss der Preis fallen. Denn die Gewinne, die zukünftigen Gewinne, die werden ja entwertet durch die Inflation. Hier unten mal eine Grafik aus der Geschichte, die zeigt, dass immer dann, wenn die Inflation eben sehr, sehr hoch war, dann die Bewertungen an den Aktienmärkten nach unten gingen, also praktisch das Kurs-Gewinn-Verhältnis durchschnittlich nach unten gegangen ist. Also das könnte schon durchaus ein Problem sein, perspektivisch für die Aktienmärkte, zumal, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die realen Löhne, also die Löhne minus Inflation, jetzt negativ sind mit minus 2,2%. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Inflation von 5% habe, aber eben nur Lohnsteigerung von 2,8% zum Vorjahresmonat, dann verliere ich konkret 2,2%. Und das bedeutet, dass die Amerikaner sich dann wahrscheinlich weniger leisten können. Und das wiederum ist in einer Konsumwirtschaft wie der USA natürlich ein echtes Thema. Das heißt, das dürfte sich dann auf die Einzelhandelsumsätze auswirken und das würde sich dann wiederum auch auf die Wirtschaft auswirken. Zumal die Unternehmen
Unternehmen jetzt massenweise geradezu die Preise anheben. 48% aller befragten Small Businesses, also kleiner Unternehmen, haben im Mai ihre Verkaufspreise angehoben. Das ist mal eine sportliche Zahl. Also wir sehen, da passiert was. Und hier mal eine Grafik von Nordea, die das Ganze so auf den Punkt bringt. Commodities und Food Prices steigen. Also wir haben inflationäre Tendenzen. Ja, dann steigen zunächst mal die Inflationserwartungen. Dann sagt man sich, ja, okay, das ist doch alles nur temporary, das ist nur vorübergehend, das wird schon wieder vorbeigehen. Dann kriegt man jetzt wahrscheinlich Juli, August Daten, die zeigen, ja, aufgrund des Basiseffekts geht die Headline-Inflation zum Vorjahresmonat wieder zurück. Alles gut, gar kein Problem, um dann wahrscheinlich im September, Oktober festzustellen, die geht doch nicht wirklich zurück, eben weil Komponenten wie Shelter, also Mieten, die Kerninflation weiter oben halten. Und dann hat die Fed ein Problem. Ich finde, diese Grafiken bringen das sehr, sehr schön auf den Punkt, was derzeit vielleicht so auf der Zeitachse passiert. Noch ist man in diesem Mantra gefangen, transitory, dann kriegen wir wahrscheinlich die Bestätigung, ja, ist doch gar nicht so schlimm. Und dann kommt sozusagen die Überraschung dann im Herbst. Das sieht ähnlich auch Mirko Kolanovic, wirklich sehr bedeutsamer und einflussreicher Quant-Experte bei JP Morgan, der gesagt, ja, das erste Mal in einem Jahrzehnt sehen wir, dass hier strukturelle Inflation wirklich auf dem Vormarsch ist. Hier in dieser Grafik sieht man, dass wir jetzt die positiven Überraschungen das erste Mal seit einem Jahrzehnt in Sachen Inflation, also dass die Daten höher sind als erwartet, dass die nach oben ein bisschen ausbrechen. Und die strukturelle an dieser Inflation könnte eben sein Deglobalisierung. Wir haben in Corona gelernt, dass man viele Dinge besser irgendwo in der Heimat herstellt. Dann ESG-Issues, also diese ganzen Umwelt-Nachhaltigkeit-Geschichten, die auch inflationär wirken. Und eben auch mit den Lieferkettenveränderungen, die stattfinden von Just-in-Time to Just-in-Case, wie fast humorvoll hier formuliert wird. Also da könnte etwas kommen. Und wir sehen jetzt, dass die USA weltweit gesehen die negativsten realen Zinsen hat, nämlich Notenbankzins, der liegt ja in den USA zwischen 0 und 0,25% minus Inflation. Da ist die USA jetzt sozusagen Schlusslicht mit minus 4,9% vor Polen, Brasilien, Saudi-Arabien, Eurozone nur bei minus 2,5%. Also da ist man jetzt schon wieder Weltmeister. Die Amis sind ja immer Weltmeister, egal wo, aber da sind sie jetzt auch Weltmeister. Und was inflationär vielleicht jetzt oder was auf jeden Fall dann für die Daten wichtig sein wird, es gibt ja in den USA diese Unemployment Insurances, also die Arbeitslosenversicherungen, die ja jetzt sehr, sehr stark gegriffen haben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir jetzt zuletzt nicht so starke Arbeitsmarktdaten gesehen haben, weil die Leute müssen nicht arbeiten, die kriegen noch ihre Kohle, also bleiben sie schön zu Hause. Aber das läuft jetzt sukzessive aus. Im Juni werden schon 23,4% dieser Unemployment Insurances auslaufen, dann im Juli nochmal 5,9% und der große Batzen dann im September mit 70,6%. Da werden wir dann wahrscheinlich bessere US-Arbeitsmarktdaten bekommen, die dann wiederum Inflationssorgen schüren könnten. Heute war auch neben den Verbraucherpreisen, die das Highlight waren in den USA, aber auch die EZB am Start, die hat ihre Wachstumsprognose nach oben genommen, aber auch ihre Inflationsprognose für 2021 und für 2022. Ansonsten war das wieder ein ziemlich langweiliges Ding. Lagarde und die EZB haben ihr Standardprogramm durchgezogen, nicht wirklich viel substanziell Neues. Und abschließend noch, Bitcoin ist heute zwischenzeitlich mal sehr, sehr deutlich gestiegen, weil das Basel-Komitee, das also praktisch hier für die Banken zuständig ist, welche Regulatorik, welche Anforderungen sind an Banken zu stellen, das erste Mal Kapitalregeln aufgestellt hat, wenn Banken Cryptocurrency Assets haben. Dann müssen sie nämlich jede Menge an Eigenkapital vorhalten. Also für einen Bitcoin muss man dann schon ziemlich viel Eigenkapital vorhalten. Es gilt oder wurde eingestuft als das risikoreichste Asset, was man überhaupt haben kann. Die Kryptowährungen nämlich. Aber es zeigt, und deswegen dieser Sprung nach oben zwischenzeitlich bei Bitcoin, dass eben das jetzt scheinbar hier auch wirklich auf der Agenda ist, dass man also damit rechnet, dass Banken möglicherweise Kryptowährungen erwerben. Man hat da wirklich sehr, sehr hohe Ansprüche in Sachen Regulatorik, aber es zeigt eben, dass das durchaus am Horizont schon aufscheint, und das hat so ähnlich
enthusiasmierend gewirkt, wie die Tatsache, dass El Salvador Bitcoin jetzt als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptieren will. Also, das ist die Situation. Wir sehen, dass Inflation natürlich in Bewertungssituationen reinfrisst. Entweder die Gewinne steigen oder die Preise für Aktien müssen runter. Das gilt dann nicht, wenn diese Inflation ganz schnell wieder vorbeigeht. Aber damit ist eigentlich nicht zu rechnen. Wir dürften schon einen Rückgang der Inflation sehen, aber das dürfte nicht so wieder nach unten gehen, wie es vor der Corona-Krise war. Wir sind wahrscheinlich in einem neuen Zeitalter, wenn man so will. Wir haben Jahrzehnte der Deflation hinter uns und dürften jetzt Jahrzehnte eher inflationärer Tendenzen vor uns haben. Und da bin ich gespannt, wie die Aktienmärkte reagieren. Ich wünsche einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.